Der Herr sagt: Blinde Kinder, wacht auf! Die Versiegelten singen ein neues Lied. Die Berge werden bröckeln. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 17. Februar 2006, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Ich bin der Gott von Jakob, der Gott von Isaac, der Gott von Abraham. Ich bin, der ich bin. Ich bin Gott allein, da gibt es keinen anderen. Deshalb hört das Wort des Herrn und passt auf, denn das sagt der Herr zu dieser boshaften Generation, zum letzten dieser Königreiche der Menschen. Ihr seid verkrüppelt. Ihr seid geworden wie eines, dessen Ohren abgehackt wurden. Denn ihr wollt mich auf keine Weise hören, noch seid ihr in der Lage dazu. Die Welt, diese Welt voller Lügen, hat euch verführt, und ihr umarmt die Verführung eifrig. Deshalb wird euer Anteil Kummer und Sorgen sein, und euer Los das Grab. Denn die Gottlosen werden sich im Tod hinlegen, und die im Herzen Bösen werden umgehauen werden. Sie werden alle abgebrochen werden. Schaut, auch ihr Kirchen der Menschen seid den Weg der Hure gegangen. Denn ihr habt viele Liebhaber umarmt und euch in den Betten falscher Lehren hingelegt. Ihr habt euch mit Schmutz und Heuchelei zugedeckt und viele Ehebrüche begangen mit euren Traditionen. Während ihr weiterhin in allen Dingen schwelgt, von denen ich sagte, dass ihr sie nicht tun sollt. Ihr habt mich sicherlich abgelehnt. Ihr habt den Namen des Heiligen von Israel beschmutzt. Ihr habt diese Menschen in die Irre geführt. Ihr habt sie allesamt auf die Seite gedreht. Denn ihr habt ihnen einen anderen Jesus gepredigt, einen falschen Christus, was euch von euren Vorvätern überliefert wurde. Ein Idol, aufgestellt in Purpur und Scharlach, welches ihr jetzt sogar nach eurem eigenen Geschmack formt, in Übereinstimmung mit euren eigenen Erwartungen. Deshalb sagt der Herr zu diesen entstellten Menschen, zu all diesen Schläfern, die ablehnen, aufzuwachen, zu all diesen blinden und tauben Kindern: Wacht auf! Befreit euch selbst aus dieser Lügenflut, aus dieser großen Sündenflut. Geht jetzt und wascht euch im Teich von Siloa. Ja, taucht euch selbst unter in dem heilenden Teich Gottes, der gesandt wurde. Geliebte, wascht und reinigt euch selbst und kommt heraus aus ihnen. Trennt euch von all diesen Geboten der Menschen, von all diesen falschen Lehren und schmutzigen Traditionen, und ich werde euch empfangen. Doch ihr lehnt mich ab, noch werdet ihr herauskommen, denn ihr wollt keinen Anteil an mir, wie ich wirklich bin. Deshalb bleibt eure Sünde bestehen, und der Schatten des Todes deckt euch zu. Meine eigenen Leute sündigen gegen das berieselnde Blut, welches die Aussöhnung ihrer Sünden mit sich bringt. Schaut, sie legen falsche Zeugnisse ab, indem sie weiterfahren, meinen Namen auf der ganzen Erde zu verderben. Dunkelheit hüllt das Land ein, und mein Volk bleibt hoffnungslos. Deshalb wird jeder Leuchter aus seinem Platz entfernt werden, alles Licht eingesammelt und genommen. Es wird nicht mehr gefunden werden auf der ganzen Erde, und das Urteil wird regieren. Geliebte Kinder, ihr habt das Leben abgelehnt, ihr habt eurer eigenen Vergebung den Rücken zugedreht. Warum habt ihr mich verlassen? Mein Herz blutet vor Sorgen, während ich die Werke eurer Hände betrachte. Kummer ergreift mich, während ich eure Herzen und Gedanken durchsuche. Tiefe Trauer erfüllt mich,
während ich meine Hand ausstrecke und Zerstörung bringe über euch. Große und bittere Sorgen, unendlicher Kummer, meine Kinder haben sich von mir entfernt. Deshalb sagt der Heilige von Israel zu dieser verlorenen Generation, das sagt er, der starb und für immer lebt. Amen. Ich bin der einzige Weg, durch welchen ihr eintreten werdet. Ich habe den Vorhang zerrissen. Ich bin die offene Tür, durch welche all meine Geliebten eingehen sollen. Doch ihr lehnt es ab, zu mir zu kommen. Noch wird einer mich akzeptieren, wie ich bin. Wie werdet ihr dann eintreten? Wie werdet ihr passieren? Schaut, ich sandte euch meine Apostel, damit ihr meine Wege erlernen könntet. Ich sandte euch meine Propheten, damit ihr das Wort aus meinem Mund hören könntet und die Korrektur empfangen. Ich sandte wirklich viele Diener, wie Lämmer unter die Wölfe, doch ihr habt sie alle verfolgt und getötet. Und immer noch sende ich sie. Schaut eine große Schar, wie der Vater es will. Doch ihr werdet sie steinigen mit Worten und Taten, wie in allen vergangenen Zeiten. Deshalb wehe, wehe zu den Arroganten, wehe zu den Hochmütigen und wehe zu den Heuchlern, wehe zu allen adoptierten Söhnen von Satan. Eure Zerstörung rückt näher, denn ich kam, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten und nicht, um sie zu verurteilen. Und jetzt komme ich wieder, doch ihr unterlässt es immer noch, ihr lehnt es ab, meine Stimme zu beachten, noch werdet ihr zuhören. Deshalb bin ich gekommen, um zu richten, um Urteile zu überbringen und um zu verurteilen, denn ich bin der Menschensohn. Deshalb, sagt der Herr, all eure Träumereien werden zu einem abrupten Ende kommen und das, was ihr auf meine Erwählten gespuckt habt, wird über eure eigenen Köpfe zurückkehren und euch unter dem Gewicht der Wahrheit erdrücken. Denn meine Propheten sind ausgesandt, sie bereiten meinen Weg vor mir. Sie schlagen Alarm und trompeten meine starke Rüge. Schaut, sie werden allen Menschen zurufen und jede Nation warnen. Ja, sie werden laut rufen und die Trompete blasen. Und unabhängig davon, ob ihr zuhören oder es unterlassen werdet, sie werden sicherlich singen. Denn die Versiegelten wurden dazu bestimmt, ein neues Lied zu singen, welches nur sie kennen und das nur ihnen offenbart sein wird. Und schaut, sie werden mit einer lauten Stimme jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation gemeinsam singen. Und unabhängig davon, ob sie hören oder ob sie es unterlassen werden, meine Diener werden sicherlich singen. Denn das Lied muss gesungen werden und es wird schon gesungen. Deshalb sagt der Herr euer Gott, der eine und einzige heilige Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, hört auf meinen Sohn und beachtet jene, die ich sende, denn die Zeit des Urteils ist gekommen. Schaut auf die Zeichen, der Tag des Herrn steht bevor. Menschen der Erde, fühlt ihr meine bebenden Fußtritte nicht? Fühlt ihr nicht, wie die Erde zittert in der Gegenwart des Herrn? Schaut, die Berge werden bröckeln und auf die Trostlosen fallen. Jeder hohe Ort wird niedergerissen, wenn mein Zorn nur ein wenig angefacht ist. Deshalb küsst den Sohn, damit er nicht wütend wird und ihr umkommt, während ihr kämpft, euren eigenen Weg aufrecht zu halten. Denn ich sage euch mit völliger Gewissheit, sein Zorn ist dabei, sich zu entzünden, und er wird ausgegossen werden an einem Tag, wo ihr nicht danach Ausschau haltet, und zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet.
Deshalb sind jene gesegnet, die in ihm Zuflucht suchen, sagt der Herr.